Es geht los. Wir sind hier jetzt im Grand Finals mit ultra heftigen Main Characters, wie wir sehen. Die beiden hatten schon, oder die beiden Teams hatten schon einmal gegeneinander gespielt heute. Das ging auf jeden Fall gut für SDN und Papichau aus. Es war ein schnelles Match. Und ja, in dieser Begegnung, ich denke mal, die haben random gespielt. Oh, und Scorpion hier mit Piranha-Pflanze, direkt der SD, oder nicht mal rangekommen. Ja, mal schauen. Der Gewinner bekommt Free Entry für nächstes Mal, so wie immer. Und wir haben einige Goodies von Nintendo bekommen, wo sie sich auch nochmal dran bedienen können. Oh, der Game & Watch, sehr obnoxious gegen Mewtwo. Ja, es gibt da viel zu bereden. Also es ist im Moment sehr even. Ich denke, Scorpion schafft es langsam, warm zu werden mit Piranha-Pflanze. Hat zwar schon den ersten Stock verloren, aber eben gerade auch einen schönen Spike eingefangen. Die beiden leichtesten Charaktere, oder wow, das sind ja sehr viele leichte Charaktere. Nur Piranha-Pflanze ist schwer. Die anderen sind sehr leicht, aber trotzdem haben sie alle noch 3 Stocks. Oh, und die Upbeat von Mewtwo sorgt dafür, dass Splash Mage seinen ersten Stock verliert. Okay. Ja, es wäre even, aber sind immer noch natürlich die Piranha-Pflanze nur noch mit einem Stock gerade unterwegs. Mal schauen. Okay. Kann Scorpion hier den Stock behalten? Flora inzwischen auch noch auf einen Stock. Es wird also nicht mehr getradet. Das könnte schwierig werden. Oh, aggressiv von SDN. Ginotox heute gar nicht hier. Oh, aggressiv. Lässt Flora hier nicht mehr recovern. Okay, also wir gehen in Game Nummer 2. Das Ganze wird jetzt doch im Best of 5 sein, einfach weil wir Zeit haben. Ja, 1:0 für SDN und Papichau. Bisher eigentlich so ziemlich immer das Gewinnerteam auch gewesen. Also wenn Rufen da ist, dann Team D meistens, oder Niceface zum Beispiel, aber grundsätzlich das Team von SDN, eigentlich immer das Gewinnerteams in Doubles auch, schnappt sich hier das Free Entry. Und wir gehen weiter. Es wird random gespielt, deswegen ist auch noch alles offen. Okay. Ja, kein Plan, wie gut die Spieler mit diesen Charakteren sind. Ich habe keinen von denen jemals einen von diesen Charakteren spielen sehen. Oh, und das Spike von SDN, reicht es? Ah, Scorpion noch lange überlebt, aber selbst mit Glurak und den Double Jump nicht möglich zu recovern. Sowohl Lukas als auch
Pikachu anfällig für SDs, wenn man den Charakter nicht maint. Zumindest nicht super leicht zu recovern. Man sieht viele Pikachu-Spieler auch im High-End-Bereich, die SDs haben. Einfach weil dieser Charakter so unfassbar schnell zu spielen ist. An sich aber eine gute Recovery. So, Team Gelb. Jeweils einen Stock verloren. Und der cleane Lukas-Pick hier gerade von SDN. Da würde sich Levi freuen. Ist heute aber leider nicht da. Ich muss noch. So. Link ist verteilt. Jetzt kann es weitergehen. SDN hier gerade mit dem ersten Stock, den er verloren hat. Währenddessen Splash Mage immer noch auf seinem ersten. Okay, Scorpion hier mit Pokémon-Trainer seinen zweiten Stock verloren. Versucht es hier mit dem Raw Egg Smash. Shiggy, okay. Ja, Shiggy natürlich ein Charakter, der vielleicht gar nicht so leicht zu spielen ist, wenn man ihn nicht made. Einfach diese Kombos zu können, so aus dem Stegreif, nicht leicht. Down throw into up, die leider nicht getroffen für Scorpion. Okay, Flora aggressiv hinterher. Stern kann recovern. Aber ja, hat schon 115% drauf. Macht vielleicht Sinn, da hinterher zu sein. Vielleicht hat Team Gelb hier noch eine Renaissance und kann das Ganze zurückholen. Ist jetzt nicht so weit weg. Oh, aber jetzt ist es weit weg. Einfach so mit dem F-Tilt beide gekillt, super early. Und damit steht es 2-0 für SDN und Splash Mage. Ja, das geht schnell gerade. So, Game Nummer 3. Und auch hier wieder, was wird hier gepickt. Okay. Oh. Also, ich sag mal so, Wolf ist auf jeden Fall ein Charakter, mit dem sollte jeder irgendwie ein bisschen spielen können. Dagegen Min Min, klar, so rumsmashen und so, aber trotzdem, ich hätte mich nicht gefreut über den Charakter, sagen wir so. Aber im Moment sieht das ganz gut aus tatsächlich hier für Scorpion. Vielleicht kennt er diesen Charakter auch. Währenddessen SDN mit Steve. Da bin ich gespannt, was für eine Knowledge er über diesen Charakter hat. Ich habe keinen Plan, um ehrlich zu sein. Ich könnte auch nicht sagen, ob Steve schwer zu spielen ist einfach. Oh mein Gott! Das war ja crazy gerade. Der Amboss ist ein Projektil. Der Upsmash von Min Min reflektiert Projektile. Deswegen, der Amboss wurde reflektiert und hat, glaube ich, zwei Charaktere zerstört. Also sowohl Flora als auch SDN. Aber kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch mitbekommen habe. Hier, SDN mit dem Spike reicht nicht. Melinda nennen wir sie jetzt einfach mal. Melindas Abi zu gut, zu weit. Weil das ist Scorpion carried hier gerade ein bisschen mit Min Min einfach. Interessant.
vielleicht ja auch ein Charakter fehlen. Oh, aber da die Recovery geht dann doch nicht so weit. Ja, gerne. Ja, genau, kannst du kurz ansagen. Und die Leute, die da sind, erster oder zweiter Seed in dem Pool, können dann schon mal Pool Captain machen. Danke. So. So. Okay, währenddessen wird auch schon Singles gestartet. Also bleibt auf jeden Fall dran, wir spielen gleich Pools. Heute viele Newcomer, also nicht die zum ersten Mal da sind, aber die einmal bisher da waren. Bisher war es immer so, dass da ein paar Newcomer jedes Mal da waren, auch immer neue. Und jetzt gerade sind einfach total viele. Deswegen, heute kann es wirklich spannend werden. Also nicht mal die Top 8 konnte ich so richtig predikten. Also so 7. Ich kann sagen, dass 7 von den Top 8 Leuten wahrscheinlich in der Top 8 landen. Der Rest aber nicht. Und wir haben ja eine Top 12. Also jeweils 3 Leute aus den Pools kommen weiter in die Top 12, während der Rest im Silber-Racket landet, was ja auch immer sehr spannend ist. Also mal gucken, wer heute so weit kommt. Ich freue mich immer auf die Grafik am Ende. So. Also, wie sieht's denn aus? Jeder ein Stock. Flora am meisten Prozent, Team Gelb grundsätzlich mit mehr Prozenten. Oh, und von SDN gegimmt. Oh oh, und da wird sich direkt eingegraben. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das da nur an der Ecke ist, aber auf Pokémon Stadium findet man mehr Eisen mit Steve. Ich glaube, das war so. Ich glaube, ich erzähle keine Scheiße, was das angeht gerade. Das ist ja immer... Oh, schöner Upsmash, schöne Kombo von den beiden. Und SDN und Papi Chow schaffen es hier 3-0 nicht nur in Führung zu gehen, sondern das Ganze zu beenden. Und damit geht es weiter mit Singles Pools. Wir machen, ja, weißt du was, 2 Minuten Pause und ich hole dann die nächste Begegnung drauf. Wenn ihr im